Also Heinz und Walter haben jetzt ja beide diese Reise gewonnen. Und das Problem ist, dass der Bus, mit dem sie dann in die Schlei fahren sollen, das ist die Firma Ostseeglück, der startet ab Bremen. Jetzt wohnen die beiden Herren hier auf Sylt und fahren jetzt von Westerland aus mit dem Auto erstmal nach Bremen, wollen da übernachten, damit sie dann am nächsten Morgen diesen Bus einsteigen können. So. Walter hatte darauf bestanden, mit seinem Wagen nach Bremen zu fahren. Schließlich war das ein Mercedes und theoretisch könne es ja passieren, dass man bei der An- oder Abfahrt auf einen anderen Teilnehmer der exklusiven Seniorentour treffe, hatte er gesagt. Da sei man doch mit dem Mercedes auf der sicheren Seite. Heinz war nur einen kleinen Moment beleidigt gewesen, dann überwog die Erleichterung darüber, dass sein garagengepflegter Golf doch nicht 3 Tage in einem fremden Parkhaus stehen musste, sondern sicher auf der Insel bleiben konnte. Der Autozug fuhr ratternd über den Hindenburgdamm. Walter kontrollierte zum wiederholten Mal die Handbremse, um sich davon zu überzeugen, dass sie wirklich fest angezogen war. Sie standen hinter einem Porsche. Seine Nichte Christine hatte vor einigen Jahren die Handbremse in ihrem Polo nicht angezogen und bei der Anfahrt des Autozuges war der auf einen vor ihr stehenden Wagen gerollt. Auch ein Porsche, über 7.000 Euro Schaden. Ihr Vater Heinz hatte sich über so viel Unachtsamkeit damals kaum beruhigen können. »Ist die Handbremse fest?«, fragte Heinz jetzt. »Christine ist ja mal ein Porsche.« »Ich weiß«, unterbrach ihn Walter, »ich habe gerade daran gedacht.« »Willst du ein Schnittchen?« »Inge hat genug gemacht. Ich finde, Reisen macht immer so hungrig.« »Wir sind doch noch nicht mal eine halbe Stunde unterwegs.« Heinz versuchte, seine Rücklehne etwas zurückzustellen, fand aber den Hebel nicht. »Ich habe noch keinen Hunger.« »Aber isst du ruhig. Wo ist denn hier?« Mit einem Ruck knallte der Sitz in die Liegestellung. Heinz verschwand aus Walters Sichtfeld. »Was machst du denn?« Ungeduldig beugte sich Walter herüber. »Du musst doch nur an dem Hebel ziehen. Warte mal, wo ist denn?« Er hangelte sich über den Bauch seines Schwagers, bis er fast auf ihm lag. Trotzdem fehlten ihm immer noch ein paar Zentimeter. »Zieh du doch mal, du bist doch viel dichter dran.« Mit vereinter Mühe fanden sie schließlich den Hebel. Die Rückenlehne schoss genauso schnell wieder in die Grundstellung, wie sie runtergeklappt war. »Na bitte«, sagte Walter und rappelte sich wieder hoch. »Wie hast du das denn gemacht? Deine Haare sind übrigens ganz durcheinander.« Heinz klappte den Sichtschutz nach unten und ordnete mit den Fingern seine Frisur. Dabei fiel sein Blick auf das hinter ihnen stehende Auto. »Was die wohl gedacht haben?« Schnell drehte er sich um und blickte durchs Heckfenster. Die beiden älteren Damen, die in dem Auto saßen, starrten zur Seite. »Wir gehen beide in Deckung und kommen dann mit zerwühltem Haar zurück nach oben.« Er fing an zu kichern und klappte den Sichtschutz wieder hoch. »Walter, du Tier!« »Was?« Irritiert drehte Walter sich um, entdeckte nichts Besonderes und wandte sich wieder den Plastikdosen mit den Schnittchen zu. »Möchtest du Leberwurst?« Heinz kicherte immer noch vor sich hin, was Walter nur zum Kopfschütteln brachte. »Dann eben nicht«, sagte er und nahm sich ein Schnittchen. »Dass du dich über solch kindische Einfälle so amüsieren kannst. Guck mal, jetzt sind wir schon in Klangsbühl. Alles genau im Zeitplan.«